dann fange ich erstmal ganz am Anfang an, wie es bei mir angefangen hat. Also vor 5 Jahren habe ich noch Wirtschaftsinformatik studiert bis zum 5. Fachsemester. War da so, ich habe Abitur gemacht, Wirtschaftsinformatik studiert und dann war halt auch sehr recht gut. Also Einserschnitt, ja, sowas wie man es halt erwartet hat, gelernt und alles mögliche. Ich habe es auch recht einfach verstanden. Und dann war ich im Praxissemester bei der Audi und habe dann irgendwie gemerkt, passt mir irgendwie nicht. Also die waren alle verlogen, da haben sie alles, wenn da mal jemand nicht dabei war, dann war da auf einmal der Buhmann, haben sie schlecht über ihn geredet und dann, wenn er mal da war, dann haben sie sich alle irgendwie umarmt und sowas und da ging es auch nur ums Geld und keine Ahnung, die Atmosphäre hat mir einfach nicht gefallen. Hab dann nebenbei 2 Jahre lang einen Bauernfreund hier ausgeholfen, der macht nicht ganz Permakultur, aber der macht vieles mit der Hand. Also Obst- und Gemüseanbau, hat auch einen eigenen Acker, hat auch Tiere und dem habe ich freiwillig ausgeholfen für 2 Jahre, auch während der Zeit. Der hat mir dann alles Mögliche beigebracht. Ich hatte keine Ahnung von Garten und Anbau, Obst und Gemüse, wann man was auspflanzt und sowas. Er hat mich einfach mitgenommen, hat dann mir gezeigt, wann man was aussät, wann man Salate raussetzt und sowas. Und das Coole dabei ist, er war halt, weil er ist immer noch recht offen. Also das heißt, er weiß, wenn du da neu anfängst, und der dir das zeigt und du tust zum Beispiel beim Hacken Salatpflanzen, die er reingesetzt hat, kaputt machen, dann sagt er so, kann passieren, passiert mir auch manchmal, einfach weitermachen. Also der ist dann nicht so, dass da jede Pflanze auf Geld oder sowas da aus ist und Profit, nee, ist er da nicht. Der ist da einfach, der weiß ja, dass man da das neu anfängt und ja, man einfach durch Fehler auch lernt, das ist recht schön bei ihm. Und der ist halt auch recht offen, da kann man sich auch gut mit ihm unterhalten, wenn man so auf dem Acker ist, einfach abschalten. Und das Nette dabei ist auch, ich hatte freie Zeiteinteilung bei ihm. Er hat mir zum Beispiel Aufgaben gegeben, die ich übers Wochenende machen durfte. Er hat gesagt, ja, du kannst es machen, wann du willst, kannst du es am Morgen machen, kannst du es Mittag machen oder kannst du es auch zur tiefen Abendstunde machen. Und da hat er auch so keinen Druck gemacht. Und die Entlohnung war einfach, dass ich dann Obst und Gemüse von ihm bekommen habe. Also das heißt, man hat ihm ausgeholfen, hat dafür Obst und Gemüse bekommen, was recht schön ist. Das habe ich dann 2 Jahre bei ihm gemacht. Und es ist eine sehr nette Erfahrung auch gewesen. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass mir das Anbau von Obst und Gemüse und seine Einstellung, auch dieses Menschliche, hat mir viel mehr gefallen als das Wirtschaftsinformatikstudium. Und dann habe ich einfach abgebrochen. Also ich habe dann gesagt, ich habe keine Lust mehr, auch weil ich habe mein Praxissemester beendet habe und dann musste ich so einen Bericht schreiben. Und dann hat dann die Hochschule gesagt, nur das Deckblatt hat ihnen nicht gefallen, ich soll das nochmal neu machen und mir dann nochmal alle Unterschriften von meinen Vorgesetzten holen und alles mögliche. Also das ist nochmal 1-2 Wochen gedauert, um das Deckblatt wieder zu korrigieren, weil die Hochschule das nicht so haben wollte. Und dann habe ich gesagt, das ist mir jetzt einfach alles viel zu blöd. Habe dann einfach abgebrochen und ihm weitergeholfen auf dem Feld 1 Jahr lang. Dann hat der irgendwann mal ein Feld von einem Bauherrn bekommen bei ihm in der Umgebung. Das waren ungefähr 1000 Quadratmeter. Es wurde ihm angeboten, dass er es halt bewirtschaften darf. Hat er dann gesagt, dass er zu viel Fläche hat und er keine Zeit hat, nochmal 1000 Quadratmeter zu bewirtschaften. Hat er gesagt, ey du machst ja nochmal ein bisschen weiter, beschäftigst dich ja mit Permakultur, hast auch eine etwas andere Sichtweise vom Obst- und Gemüseanbau. Das kann ich bei mir jetzt gerade nicht so umsetzen. Bei der Wildblumenwiese, er wollte halt eine Wildblumenwiese auf diesen 1000 Quadratmeter höchstens machen, hat er gesagt, komm, mach jetzt mal dein eigenes Ding. Und dann hat er die Verbindung zu mir hergestellt, zu diesem Bauherrn. Und dann durfte ich bis zum letzten Dezember, kann man auch bei meinen Videos auch sehen, die ich auf YouTube hochlade, da durfte ich dann ohne Verträge, ohne irgendwas zu zahlen, durfte ich dann fast 2,5 Jahre lang einfach Obst und Gemüse dort anbauen und mich ein bisschen ausleben. Also das ist zum Beispiel jetzt das, was mir jetzt da passiert ist, einfach einen Freund, der Fläche hat oder Landwirte, einfach mal fragen, ob man den aushelfen darf, so auf dem Feld. Einfach mal fragen, dann ergeben sich schon Möglichkeiten. Oder ein Förster, den einfach mal, oder ein Imker zum Beispiel auch. Weil mein Freund ist auch Imker, dass man einfach mal zu denen hingeht und sagt, hey, kannst du mir das mal zeigen, ich möchte das mal lernen und sowas und denen einfach mal aushilft, dann ergeben sich halt dann irgendwann die Möglichkeiten, wie jetzt bei mir, also so nach 2,5 Jahren, dann einfach, weil die Leute dann irgendwann mal einen kennen, das spricht sich rum, also bei mir in der Gemeinde kennen mich alle, dass ich hier Obst und Gemüse anbaue, die geben mir sogar ihren Grasschnitt und sowas
Astreste, das hat sich alles rumgesprochen. Und die Leute, die schauen sogar, weil ich jetzt auch momentan eine Fläche suche, die schauen sogar für mich, hey, da vielleicht, wenn sie irgendwas in der Zeitung lesen oder von Nachbarn, dass sie dann das mich anschreiben. Also so ergeben sich jetzt zum Beispiel Möglichkeiten, weil immer mehr Menschen suchen ja auch nach Grund, Ackerfläche und alles. Und das ist halt alles momentan recht teuer. Also bei mir zum Beispiel, die Immobilienpreise sind in die Höhe geschossen. Und das sind halt zum Beispiel jetzt ein Beispiel, dass man einfach wirklich ein Landwirt fragt, hey, kann ich mal bei dir helfen? Muss ja nicht unbedingt sein, dass er dann sagt, ich verkauf's dir oder so. Vielleicht steckt man ihn auch ein bisschen mit Permakultur an und er geht dann auch in diese Richtung und immer mehr Menschen kommen dazu und man kann halt dann mit ihm so eine Art so irgendwas aufbauen in Richtung Permakultur. Muss ja nicht unbedingt immer was Eigenes sein, sondern dass man einfach dann sich so die, langsam mit den Leuten organisiert. Also die Möglichkeiten, da gibt es immer irgendwas, man muss einfach nur ja, sozusagen von innen heraus die Einstellung haben und dann einfach die Leuten helfen. Das würde ich jetzt so machen. Bei mir ist sowieso alles gemulcht. Also bei mir ist die Erde, wo ich Obst und Gemüse anbaue, nie offen. Also entweder ist der Grasschnitt, meine eigenen Küchenreste, die ich halt von meinem Saft, einen Saft dann nehme oder mit Laub, ist alles gemulcht. Bei Bäumen zum Beispiel habe ich Holzhackschnitzel, weil das dann ein bisschen länger dauert, bis die verrotten. Und da möchte ich auch irgendwann den Waldboden simulieren, weil da ist ja auch überall Holzreste. Das Gute ist an diesen Holzhackschnitzeln ist wegen den Pilzen, diese Pilzmyzele, weil Pilze helfen nochmal zusätzlich, weil die Pilze allgemein gehen in Symbiose mit den Pflanzen. Das heißt, die bilden Wurzeln mit den Pflanzen und da heften sich an diese Pflanzen ran und helfen auch mal dazu, die Wurzeln zu erweitern, machen sie widerstandsfähiger gegenüber Trockenheit. Das heißt, die brauchen nicht so viel Wasser oder sowas, weil die Pilze helfen ihnen, die erschließen aber auch noch weitere tiefere Erdschichten, wo sie an Wasser kommen und helfen auch dazu, zusätzlich, dass die Pflanze kräftiger und robuster wird, dass halt sie keine Krankheiten bekommt, weil die Pilze mit der Pflanze in Symbiose gehen. Natürlich im Austausch dafür bekommt der Pilz, weil er das macht, weil er die Pflanze hilft, von der Photosynthese bekommt er Zucker von der Pflanze als Gegenleistung. Also dadurch wachsen die einfach alle viel besser. Interessant ist halt auch, dass diese Pilze, die bilden eine Art Netzwerk. Also das heißt, wenn man sich das im Wald anschaut, diese Pilze kann man wie eine Autobahn oder das Internet bezeichnen des Waldes, weil die Bäume über die Pilze kommunizieren miteinander. Oder da kommunizieren alles, so kommunizieren jeder alle miteinander. Also die Bäume, wenn die mal irgendwie Wasserbedarf brauchen oder irgendein Baum ein Problem hat, dann kommunizieren sie so über die Pilze. Was ich über auch noch in einem Buch gelesen habe von Paul Statement, ich glaube, ich heiße, das ist ein Amerikaner, der beschäftigt sich sehr lange mit den Pilzen. Der macht sehr interessante Forschung und der hat dann auch gesagt, dass über diese Pilzbahnen oder dieses Pilzmyzel tauschen sich auch Bakterien aus. Das heißt, Bakterien gelangen über dieses Netzwerk von Pilzen von einer Stelle zur anderen Stelle. Und interessant ist auch, er hat es dann als Autobahn beschrieben, dass dann diese Pilze ihr Erbgut miteinander austauschen, weil diese Stränge oder beziehungsweise das Pilzmyzel nicht so breit ist. Das heißt, die berühren sich auch, wenn die Bakterien dieses Myzel nutzen, zur Fortbewegung, dann tauschen sie ihr Erbgut aus und werden dann so auch nochmal widerstandsfähiger, beziehungsweise auch stärker und kräftiger. Und natürlich, wenn die Bakterien schon besser und stärker werden, werden auch unsere Pflanzen dementsprechend besser, weil unsere Pflanzen, die leben davon, die können über ihre Feinwurzeln, können die Pilze komplett aufsaugen. Zum Beispiel auch mit den Steinhaufen. Hat er gesagt, er möchte nicht, dass ich die Steinhaufen irgendwo im Garten mache, weil er dann sonst sie irgendwo wegmachen muss, meint er, dass ich sie nicht wegräume. Er sagt, das ist Unordnung im Garten. Und da war es dann so, wir waren einen Herbsttag am Kompost, haben den Kompost umgeschichtet, eine Stunde lang. Also dreiviertel Stunde lang hat er sich gefreut, oh, schau mal die Regenwürmer, auch die gute Erde und sowas. Und neben dem Komposthaufen habe ich an meiner Zwetschge so eine Steinmauer aufgebaut, so eine kleine, als Sonnenfalle und für Tierchen. Dann hat er kurz hingeschaut, ein kurzer Augenblick, dann hat er gesagt, und ist bei ihm ein Programm losgegangen, weil er möchte sowas nicht. Dann hat er gesagt, 30 Sekunden lang, dann hat er mich dann angeschaut, oh, ich will nicht diese Steinhaufen haben, was soll das und du respektierst dich und sowas. Und da ist dann was Unglaubliches passiert. Machen wir mal als Beispiel, wie hättest du dich jetzt reagiert, wenn er dir sowas an den Kopf geworfen hätte? Nur als Frage.
Also wenn dir jetzt jemand mit dir arbeitet, so 45 Minuten alles schön harmonisch und sowas, das Ziel verfolgen, und jetzt kommt der, ist bei ihm ein Trigger losgegangen, ein Auslöser, und sagt dir dann alles mögliche an den Kopf. Ich zum Beispiel habe ihn jetzt einfach nur beobachtet. Ich habe ihn ohne Gestik, ohne Mimik angeschaut. Hab das einfach so, ich wusste, dass das ein Programm bei ihm ein Trigger ist, hab das einfach nur beobachtet, nichts gesagt, neutral angeschaut. Nach 30 Sekunden ist das irgendwie weggegangen. Dann war das vorbei. Nach 30 Sekunden, dann hat er wieder gesagt, hat er sich wieder den Komposthaufen zugewendet und hat gesagt, ah, schöne Würmer und ah, das ist gut. Dann hat es ihn gar nicht mehr gestört.